Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, zur 144. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Feening. Ich bin Journalistin, ich liebe die Nordsee und ich stelle hier seit fast 3 Jahren Woche für Woche einen Menschen vor, der zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause ist. Ich habe da, weil ich da seit vielen, vielen Jahren Filme drehe, ein dichtes Netzwerk und es macht mir total viel Spaß, mich mit Männern und Frauen vom Meer zu unterhalten. Mal mit Insulanern, mal mit Hallichlü, mal mit Menschen vom Festland. Ihr wisst, dass ihr hier immer eine Vielfalt geboten kriegt. Und ich war jetzt in diesem Jahr auch schon ein paar Mal dienstlich auf mehreren Inseln und Halligen, sowohl in Ostfriesland als auch in Nordfriesland. Gut, es ist mein Beruf. Ich recherchiere am Meer und ich drehe da Filme. Aber ich empfinde es nach wie vor immer noch als totales Privileg, dort regelmäßig sein zu können, auch wenn ich da arbeiten muss und manchmal stundenlang am kalten Strand stehe oder so. Aber trotzdem tut es einfach gut, sich da durchpusten zu lassen, den rauen Wind im Gesicht zu spüren, zum Horizont zu gucken, Möwen hinterher zu gucken, Schiffen hinterher zu gucken, all das. Und ich weiß, dass du dich danach sehnst und dass du deshalb diesen Podcast hörst, weil er dich ein bisschen ans Meer bringt. Und deshalb produziere ich diesen Podcast auch mit ganz viel Herzblut Woche für Woche. Und ich habe noch so eine lange Liste an Ideen und an Themen und an Menschen, die ich euch vorstellen will, die echt einfach eine Folge verdient haben. Aber heute gibt's eine andere Folge und das hat nämlich folgenden Grund. Auf einer dieser Inseln, auf der ich war, war ich im Café und ich bin nicht anspruchsvoll. Keine Sahnetorte oder sowas. Nee. Ich wollte einfach nur eine Tasse schwarzen Filterkaffee. Nix mit Milch oder aufgeschäumt oder sonst was. Einfach nur schwarzer Filterkaffee. Und ich musste dafür 4,50 Euro zahlen. Und da habe ich echt geschluckt. Okay, es ist alles teuer geworden. Das ganze Leben ist total teuer geworden. Bei jedem Einkauf hier auf dem Festland wundere ich mich auch jedes Mal, wie viel ich zahlen muss. Und das geht dir bestimmt nicht anders. Und so viele sehnen sich nach einer Auszeit am Meer. Und ich wünsche es dir wirklich, dass du mal kurz ans Meer fahren kannst. Und wenn es nicht für länger reicht oder für eine Woche reicht, dann wenigstens für einen Tag. Es gibt wunderschöne, lohnenswerte Orte am Festland, kleine, malerische Fischerhäfen. Du kannst dich einfach nur auf den Deich setzen und aufs Meer gucken, ein Picknick am Strand machen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die nicht teuer sind. Und wenn du dir dann doch einen Tag auf einer Insel oder auf einer Hallig gönnen willst, dann musst du natürlich die Fähre bezahlen und gucken, was da sonst noch an Kosten auf dich zukommt. Und genau das
habe ich dir abgenommen. Ich habe mich hingesetzt und ganz fleißig in einer Tabelle alle Preise aufgelistet für eine Tagestour vom Festland auf eine Nordseeinsel oder Hallig. Ja, nur wenn man am selben Tag mit dem Schiff hin und zurück kann. Über Wasser. Keine Wattwagenfahrten, keine Wattwanderungen und so weiter, sondern übers Wasser mit einer Fähre, mit einem Katamaran oder mit so einem Schnellschiff rüber auf die Inseln und Halligen. Und ich habe dabei echt Erstaunliches festgestellt, worauf man alles achten muss und auch welche krassen Unterschiede es gibt. Wenn du zum Beispiel einen Hund mit dabei hast, dann kostet das bei einer Tagestour nach Föhr nix für den Vierbeiner. Wenn du ihn mit nach Langeoog nimmst, zahlst du für den Hund 31 Euro. Die Tagestour für dich als Erwachsener nach Langeoog kostet 33 Euro. Für Kinder zahlst du auf allen Inseln und Halligen deutlich weniger als für dich als Erwachsenen. Auf den meisten Inseln zahlst du für Kinder im Alter von 0 bis 5 nichts. Anders ist es auf Borkum, Neuwerk und Helgoland. Da zahlst du für Kinder ab 4. Und einige Inseln haben einen Familienpreis für 2 Erwachsene und 2 Kinder, auf manchen Inseln sogar für 3 Kinder. Das lohnt sich dann tatsächlich. Genau hingucken solltest du allerdings, wenn du ein Fahrrad mitnehmen willst. Mit einem Rad nach Pelvorm oder Föhr kostet 7 oder 8 Euro. Das Fahrrad nach Spiekeroog mitzunehmen kostet 37,40 Euro. Und auf Langeoog unterscheidet man dazwischen, ob es ein Fahrrad ist oder ein E-Bike ist. Fahrrad kostet 26 Euro, E-Bike 32. Auch für einen Bollerwagen muss man zahlen. Da gibt es dann noch die Entscheidung, wenn der Bollerwagen für Kinder genutzt wird, ist er kostenlos. Auf Norderney ist das so. Und ansonsten, wenn du da jetzt deine ganzen Plünnen drin hast, kostet der Bollerwagen 14,20 Euro. Auf den meisten ostfriesischen Inseln kostet der Bollerwagen locker 19,20 Euro. Und dann kommt ja noch der Gästebeitrag auf dich zu. Der beträgt, mal eben gucken, am teuersten ist es auf Spiekeroog für den Erwachsenen 5 Euro, für Kinder 2,10 Euro für den einen Tag dann. Am günstigsten ist es auf Hallighoge, da ist es der Halligtaler für Erwachsene 50 Cent für den Tag. Ich will euch nicht abhalten, davon ans Meer und auf die Insel zu fahren. Das ist wunderschön und das wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Aber setzt euch vorher damit auseinander, was es kostet. Ja, die Unterschiede sind größer, als ich gedacht habe. Und das sind ja noch nicht alle Kosten, die an so einem Tag entstehen. Du musst dich ja auch noch auf der Insel bewegen. Also, wenn du auf Langeoog bist und ans Meer willst, dann empfiehlt es sich, dass du dir da auch noch ein Fahrrad buchst. Auf Spiekeroog kann man kein Fahrrad buchen. Da sind Räder nicht so gerne gesehen. Deshalb ist auch der Transport von Rädern so teuer, weil sie es darüber steuern wollen. Ja, oder auf Norderney kommen zum Beispiel noch Buskosten dazu. Vielleicht möchtest du auch noch einen Strandkorb mieten an diesem einen Tag. Oder du willst noch essen gehen. Also, ich will dich überhaupt gar nicht davon abhalten, ans Meer zu fahren, auf die Insel zu fahren. Aber es entstehen dabei Kosten. Diese Informationen kannst du alle meiner Liste entnehmen, wenn du noch weiteres sperriges Gut dabei hast. Also zum Beispiel einen Kinderfahrradanhänger, einen faltbaren Bollerwagen, Surfbretter oder Golfgepäck. Dann musst du dich bitte selbst nochmal in die Beförderungsbestimmungen, in die Preislisten der verschiedenen Inseln und Halligen vertiefen. Denn da können auch noch wieder versteckte Kosten auf dich zukommen. Die Bandbreite für so ein Tagesticket ist recht groß. Am günstigsten ist eine Tagestour nach Pelvorm, die kostet 14,20 Euro. Teurer ist es natürlich, wenn du nicht mit einer normalen Fähre unterwegs bist, sondern mit einem Katamaran oder mit so einem kleinen Schnellboot, dann zahlst du natürlich mehr. Und ich will nochmal auf den Töverland Express hinweisen. Das ist das Schnellboot, das immer nach Jüst fährt. Das hat nochmal höhere Preise. Da will ich euch aber den Hintergrund sagen, denn über den Inhaber, den Jörg Schmidt, habe ich mal einen halbstündigen Film gedreht. Der hat eine Pizzeria auf der Insel gehabt und war genervt davon, dass es damals nicht die Möglichkeit gab, als Tagesgast morgens nach Jüst zu kommen und abends wieder zurückzufahren. Und Jörg Schmidt ist ein absoluter Macher und der hat dann einfach gesagt, ich starte jetzt mit meiner eigenen Fähre, dem Töverland Express. Und damit war er total erfolgreich. Die Menschen haben es genossen, jetzt auch mal einfach nur für einen Tag auf diese wunderschöne Insel Jüst fahren zu können.
Und Jörg Schmidt war damals der Einzige. Inzwischen hat die Frisia Reederei, die Reederei, mit der man sonst nur Jüst mit den großen Fähren erreichen konnte, nachgezogen und die kann natürlich anders kalkulieren und bietet die gleichen Touren zu einem günstigeren Preis ein. Aber weil Jörg Schmidt nun mal ein David gegen Goliath ist sozusagen und es einfach macht, deshalb muss man bei ihm mehr bezahlen. Das sage ich euch nur zum Hintergrund. Es gibt viele, die aus Überzeugung immer mit ihm unterwegs sind. Ganz schön viele Zahlen in dieser Podcast-Folge, oder? Aber im Grunde geht es doch einfach nur darum, das Festland zu verlassen, mit all dem, was euch da beschäftigt, auf die Insel zu kommen. Das ist immer schon mal ein krasses Gefühl, auf einer Insel anzukommen, finde ich. Auch wenn ich so im Drehmodus bin und dann eigentlich da zack, zack, zack irgendwas drehen will. Auf Inseln schlagen die Uhren einfach anders. Alles ist etwas gemächlicher und es gibt nicht so eine Eile. Und ja, nur mal ganz in Ruhe, ne? Und dann hast du es irgendwann an den Strand geschafft und dann ja, hast du bestenfalls die Füße im Sand und die Sonne auf der Haut und dann läufst du da mit den Füßen im Spülsaum und kannst bis zum Horizont gucken oder hast eine leichte Brise im Gesicht oder auf der Haut. Und das entschädigt einfach für alles. Und ich finde auch, das Meer ist einfach noch ein anderes, wenn du auf einer der Inseln oder Halligen bist, ja. Da hast du eine andere Brandung, da hast du auch eine andere Weite, als wenn du am Festland bist und da am Strand stehst und zum Horizont guckst. Ja? Also, lasst euch von meinen ganzen Zahlen nicht abschrecken, sondern nutzt sie als Information für euch und überlegt euch, in welcher Reihenfolge ihr all diese Inseln und Halligen entdecken wollt. Doch noch ein letzter Satz zu all diesen vielen Zahlen in der Tabelle. Es ist reine Internetrecherche. Ich habe die Zahlen übernommen, die ich bei den verschiedenen Reedereien und bei den verschiedenen Inseln auf den Webseiten angezeigt bekommen habe. Sollte sich daran etwas geändert haben, teilt sie mir einfach kurz mit info@nordseepodcast.de und ich aktualisiere diese Liste. Es ist mir sehr daran gelegen, dass diese Liste den Tatsachen entspricht und haltet mich auf dem Laufenden. Ich werde sie auch Jahr für Jahr aktualisieren, damit ihr immer alle einen Überblick habt. So, jetzt musst du natürlich noch wissen, wie du an diese Liste kommst. Ganz einfach, du gehst auf meine Website www.nordseepodcast.de und da kannst du sie dir herunterladen. Völlig kostenlos. Mein Service für dich. Doch, das war's aber für heute. Auf jeden Fall heißt es ab auf die Hallig oder ab auf die Insel. Heute ist diese Folge etwas kürzer, aber dafür steckt all die ganze Arbeit in dieser Wahnsinnsdatei. Danke, dass du so treu jede Woche mit mir ans Meer kommst. Machen wir doch einfach nächste Woche weiter. Bis dahin.